Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir haben es endlich in die Psychotronik-Leichenhalle geschafft. Benutze Bellamys Schlüsselkarte, um dein Quartier an den Besatzungsquartieren zu betreten. Gern. Alter, diese russischen Dinger da. Was das? Ja. Was für gefährliche Musik hier läuft. Nice, geschafft. Ja, noch gar nicht so schwer. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben hier einmal das Hauptquest. Da haben wir irgendwie mehrere Quests. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Nebenquest. Weiß ich auch, wie ich schnell hinkomme. Das Komische ist, wenn hier steht, was genau wir da, also was uns genau da erwartet. Das da mit den Bellamys, aber ich glaube, das ist eine andere Richtung, wo wir zum Hauptquest kommen, das sind auch wieder mit Nebenquests. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur das Hauptquest ist. Aber was jetzt hier in der Guts das Nebenquest ist, ich weiß eigentlich, warum es nicht da steht. Das ist merkwürdig. Schauen wir mal. Entdeckt. Hä, aber hier ist jetzt doch überhaupt gar kein. Bewege mich. Inspektion läuft. Ihr Anzug entspricht den Vorgaben. Ist da jetzt gar keine mehrere Ziele? Also hä? Das verstehe ich nicht. Warum war dann hier angezeigt, dass hier Nebenquests sind? Wenn da gar nichts ist, jetzt machen wir diesen riesengroßen Weg, den wir schon mal angegangen sind, machen wir jetzt nochmals, da kommt wieder Schwachsinn. Ich meine, ich mach's jetzt, aber ich verstehe es gerade nicht. Was der uns da angezeigt haben will. Da hat er zum Glück nicht lang, aber ziemlich schnell sein können, wie man sieht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das soll. Es wird ja auch nichts mehr angezeigt. Außer das. Ja, ich habe gerade nicht drüber nachgedacht, dass es das vielleicht wehtun könnte. Ja, das war gerade alles sehr schlau. Es ist auch sehr schlau, überhaupt hier reingegangen zu sein. Ach, was für ein Dreck, ey. Fuck, das ärgert mich gerade. Es ist sinnlos, dieser Umweg. Die Leiche schon? Waren wir hier oben schon? Na, müssen wir eh nicht hin, wir müssen da lang. Ah, dann bekommen wir wenigstens nochmal diesen schönen Anblick. Moment. Oh nein, oh nein, oh nein. Anzug wurde beschädigt. Lass mich in Ruhe. Bei diesen Anzugteil, da spielen wir schon mal schwer, weil diesen Anzugteil, also da haben wir echt noch so viele. Haben generell von einigen Sachen noch ziemlich viele. Ich komme. Halt. Kann er mir helfen? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Okay. Reparatur abgeschlossen. Wie viele Neuromats haben wir jetzt eigentlich? Müssen jetzt ziemlich viele haben. 12. Dann investieren wir die mal in irgendwas. Verdoppelt die Dauer des Wohlgenährt-Bonus sowie die durch Verzehr von Nahrung erhaltene Gesundheit. Ja, das kostet 2. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ein Wissen über Medizin kostet 3. Was haben wir noch?
Wo steht's denn? Bin ich doof? 10, 10, 10. Erhöht deine maximale Psi, ja. Das ist ja nicht schlecht, aber brauchen wir nicht unbedingt. Was ist da weiterführend? Erhöht effektiv im Psi-Hypers um 50%. Die beiden Sachen 4, wäre gar nicht so schlecht eigentlich. Bin gerade überlegen, ob ich das mache. Ich glaube, ich muss dann auch hier da rein investieren, deswegen mache ich das glaube ich jetzt auch. So, die 6 hebe ich mir aber erstmal auf, glaube ich. Ah, oder ich investiere in Waffenschmied. Ja, das mache ich jetzt. Scheiß drauf. Jetzt können wir nämlich unsere Pumpgun endlich weiter verbessern. So, Freunde. Jetzt haben wir noch ein Waffen-Upgrade. Ich glaube, die Pistole konnte man nicht weiter verbessern, was die Schusskraft angeht. Genau. Dann... Der Rest ist eigentlich ziemlich spummi. Was ist denn das hier? Druckregulator. Okay. Rückstoß-Munitionskapazität nehme ich dann, glaube ich, erstmal. Oder Nachladegeschwindigkeit. Schneller nachladen. Nicht so schnell, nicht so oft nachladen müssen. Nehmen wir das. Arboretum. Wo sind denn jetzt hier keine... Ach, das sind die Ziele. Schwerkraft normal. Ja, mehrere Ziele. Jetzt, ja. Ich bin immer noch extrem verwirrt, aber egal. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, einfach mal einen riesigen Umweg gegangen, haben einige an Energie verloren. Aber es macht nichts. Wie heilt denn jetzt eigentlich das Essen? Ich glaube, die Nahrung gibt jetzt, direkt heilen gibt jetzt 10 Punkte. Und dann kriegt man halt noch ein bisschen über die Zeit dazu. Geschütze können mit Reparatur 3 verstärkt werden. Jetzt konnte ich leider nicht weiterlesen. Aber ist echt krass, mal so einen großen Skillbaum. Also, oder halt sogar mehrere Skillbäume. Man kann sich halt auf ein paar Sachen spezialisieren, aber ich nehme einfach, oder meistens nehme ich in solchen Spielen dann immer so das Offensichtliche, das Einfache. Also, Dinge, die direkt schnell helfen. Ich benutze gerne Waffen, also verbessere ich meine Waffen und fange ich an. So, Moment mal, wir schauen mal nach. Das müsste jetzt hier stehen, oder? Wie viel Nahrung bringt? Ja, stellt 10 Sekunden direkt wieder her. Sehr gut. Was lohnt sich jetzt? Vor allem, wenn es dann noch umso mehr über die Zeit heilt. Weil es hält jetzt auch länger an. Also ich denke mal, da heilt wahrscheinlich so ein Nahrungsmittel mindestens 20 auf einmal. Also glaube ich zumindest. Nicht auf einmal, sondern insgesamt dann 20, denke ich. 10 halt beim direkten Essen und dann nochmal 10 wenn, über die Heilung mit der Zeit. Und da hat man doch schon wieder relativ viel. So, was haben wir denn da noch? Und ich brauche, was bringt denn das hier? 2,4 von den Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Dann haben wir 15. Moment mal. Ach so, das ist das insgesamt. Ich wollte gerade sagen, wenn ein einziges Teil 4,5 geben würde, wäre geil. Nö, da lasse ich es, glaube ich. Wir haben auch keine doppelte Waffe. Von dem, was wir viel brauchen, kriegen wir echt so wenig. Ich glaube, synthetisches Material heißt das. Oder Mineral... Irgendwas. Keine Ahnung. Was? Wir haben nicht genug... Ach du Gott! Wir könnten eine Neuromod herstellen, aber die kostet auch 2. Wir brauchen das einfach für Munition. Das ist ja richtig scheiße. Ja, hat sich's gerade erledigt. Tschüss, macht's gut. Blödies. So, da haben wir Alex Tresor. Da wird mir auch noch ein Nebenquest angezeigt. Leck mich, ey. Mehrere Ziele. Das ist richtig scheiße. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Was will mir das denn anzeigen, verdammt nochmal? Und wie komme ich denn bitte zu Alex Tresor? Datenzentrale.
So, und jetzt? Hier standen mehrere Ziele. Hier sind wir ja nicht reingekommen. Wir haben immer noch nicht die Schlüsselkarte für die Besatzungsquartiere. Gut. Ich würde ja gerne wissen, wie ich zu Alex Tresor komme, weil das finde ich doch relativ spannend. Na ja, Moment. Wir schauen mal bei Ziele nach. Alex Tresor. Suche Alex Büro Tresor. Da kann man sehen. Ebene 4. Da haben wir noch gar nichts. Wir sind auf Ebene 3. Wir müssen also eine Ebene weiter nach oben. Ist halt nur die Frage, wie kommen wir eine weiter... Kommen wir über die Datenzentrale eine Ebene weiter hoch, oder? Immer noch Ebene 3. Moment. Hier wird auch was angezeigt zum nach oben gehen. Drei auf einmal, geil. Und ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gespeichert habe. Scheiße. Ätherphantom. Es ist noch unklar, was einen Weber dazu bringt, zusätzliche Ressourcen für die Erzeugung dieser noch mächtigeren Phantoms aufzuwenden. Tests haben jedoch ergeben, dass diese Phantom-Exemplare deutlich widerstandsfähiger und gefährlicher als ihre schwächeren Artgenossen sind. Besonders erwähnenswert ist das Ätherphantom, das eine hochgiftige Partikelwolke erzeugt, die Materie zerstört. Das Phantom ist in der Lage, diese Wolke derart zu beeinflussen, dass sich für kurze Zeit eine Kopie von sich erzeugt, wie in Testprotokoll blabla dokumentiert. Bitte beachten Sie, dass die üblichen Reinigungsprozeduren, die für die Untersuchung über Phantoms erforderlich sind, im Umgang mit Aether-Phantoms erweitert werden müssen. In allen Einigungszellen muss die Luft ausgetauscht werden. Ach so, morgens Notizen kommen dann immer erst danach. Reagiert auf Bewegung, wirf etwas, um sie abzulenken, versucht sie zusammenzutreiben und sie mit wenigen Schüssen zu erwischen, setzen beim Tod Strahlung frei. Julia Phantom, nee, hier ist nichts Neues dazu gekommen. Vielleicht Schwächen oder sowas. Von einer Typhon-Fähigkeit korrumpiert, versuchen dich aus direkter Nähe zu verbrennen. Fernbleiben, entweder mit der Glukanone festsetzen oder per EMP lahmlegen. Metallgehäuse hält den meisten Patronen stand. Okay. Ist er tot? Wo sind die Überreste hin? Hallo? Hä? Dann waren es doch nicht drei, sondern wahrscheinlich nur zwei. Das eine war eine Kopie, wie wir gerade gelesen haben. Der brennt wohl, oder was? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Thermalphantom, was ist das denn schon wieder? Es ist noch unklar, was einen Weber dazu bringt, wirklich. Ach so, wie der Name schon sagt, setzt dieses Phantom Wärmestrahlung ein. Die Infrarotanalyse zeigte, dass es ihm möglich ist, sich durch das Ausstrahlen einer tödlichen Energiemenge im Infrarotbereich zu schützen, wenn es bedroht wird. Seine gefährlichste Fähigkeit ist jedoch der spontane Auswurf superheißen Plasmas aus der Entfernung. Die Reichweite konnte aufgrund der begrenzten Ausmaße der Eindämmungszellen noch nicht ermittelt werden.
Na, egal. Was? Haben wir gebrannt oder was? Oh nein, ich habe nicht drauf geachtet. Oh scheiße, wer weiß, wann das letzte Mal gespeichert war. Fuck! Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Aber eigene Schuld. Erstens lang nicht mehr gespeichert und zweitens... nicht drauf geachtet, dass wir irgendwie brennen oder so. Oh nein, oder? Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Egal, wir müssen immer noch irgendwie nach oben. Da geht's auch weiter nach oben, aber da sind wir halt woanders oben. Also nicht da oben, wo wir hinwollen, oben. Ist hier noch. Ein Dach. Okay, cool, jetzt sind wir hier oben drauf. Geil. Wir müssen irgendwie zu Ebene 4. Hier ist der Aufgang. Da müssen wir mal irgendwie hinkommen. Macht das Sinn, dass wir hier oben sind? Wahrscheinlich nicht, außer dass uns die Gegner nicht so gut treffen können. Wir waren hier jetzt nicht irgendwie auf die Phantoms. Wir müssen da hin. Ne, die waren da oben irgendwo. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. So. Haben wir irgendeine coole Nullwellentransmitter? Setz bei MG. Neutralisieren kann geworben. Ach, scheiß drauf. Oh, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Und ich habe wieder vergessen, hier vorher zu speichern, dass ich nicht jedes Mal einen Kilometer dahin laufen muss. Ich bin so blöde, ey. Ach, das sind doch keine schwierigen Kämpfe. Aber wie gesagt, es kommt immer wieder mal vor, dass ich leider auf die falschen Knöpfe drücke, weil die Steuerung, die Tastenbelegung, die man teilweise auch nicht verändern kann, einfach nicht 100% innovativ, wollte ich schon sagen. Intuitiv ist, das nervt. Ich glaube, das Spiel ist einfach optimiert für Controllernutzung und nicht für PC mit... Moment mal, habe ich das jetzt wenigstens schon gehabt? Nein! Oh, fuck! Aber die Neuromod-Geschichte, die ist da gespeichert. Wieso ist denn das gespeichert? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum ist denn das gespeichert? Das ist... Also, sorry, aber wenn's... Naja, ist egal. Ich verstehe da nicht... Naja, ist egal. Ist egal, ist egal. So, bei der einen Leiche war noch was drin. Und da lag noch eine Pumpgun. Das ist ganz gut, weil die gibt viel nicht organisches Material. Ja, jetzt geht erstmal da hin und speichern und dann machen wir den Kampf beim nächsten Mal. Fuck. Nee, ich scanne die vorher noch. Habe ich das wenigstens hinter mir? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Kommt der andere? Da.
Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ich probiere den Kampf jetzt noch einmal. Ich will das abschließen. Ich will beim nächsten Mal nicht nochmal kämpfen müssen gegen die. Der Nullwellentransmitter hat auf jeden Fall gar nichts gebracht. Ich würde sie halt gerne nacheinander bekämpfen und nicht. Okay, Nummer 1 ist platt. Oh oh, wir haben nicht mehr viel Munition, aber wir können nochmal speichern. Komm, geh weg. Oh fuck. So eine Flammscheiße macht er also, okay? Wo kommt denn jetzt hier noch dein Mimik her? Betreibt mal nicht. Mimik gleiche. Ja. So, da haben wir es noch geschafft. Läuft doch. Und die haben wahrscheinlich den Aufgang bewacht, oder? Ja, aber da kommen wir wieder nur mit irgendwelchen speziellen Scheiß rein, wie es aussieht. Haben wir auf Garantie nicht, die Schlüsselkarte. Oder? Ach, wir können es knacken. Ach, Stufe 4 haben wir natürlich auch nicht. Wir haben nur Stufe 3. Fuck. Es kostet ein Hacker 4. Es kostet, glaube ich, viel. 8. Oh, wir hatten 10. Oh, das wäre so gut gewesen. Scheiße, jetzt müssen wir das rausfinden. Weil bis wir 8 Neuromods gesammelt haben, das dauert ewig. Und ist halt auch echt teuer, ne? 8 Neuromods. Fuck. Ich glaube, 4 Stück haben wir mal auf einmal gefunden gehabt. Naja, egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.